Entspannung, Eleganz. Wir sind in Tokio in einem Onsen, einem japanischen Spa. Das Besondere hier, man badet im erhitzten Grundwasser. In diesem Onsen sucht auch der Trainer der japanischen Handballnationalmannschaft Entspannung. Entspannung, denn Dago Sigurdsson hat Großes vor. Der Isländer macht die japanischen Handballer fit für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Eine neue Herausforderung, nachdem der Trainer mit den deutschen Handballern 2016 Europameister wurde. In Japan war er früher bereits Profispieler. Japan ist einfach für mich unglaublich schön. Ich wollte zurückkommen. Ich habe nie irgendwie ganz losgelassen. Ja, und dann kam diese Chance, wieder hier hinzukommen. Und dann war es eigentlich für mich eine sehr, sehr gute Option, weil ich wusste, dass für mein Leben und für meine Lebensqualität und meine Familie ein guter Schritt war. Eine stille Oase vor der hektischen Rush-Hour. Gegensätze, die Sigurdsson kennt und liebt, wie die Freundlichkeit der Menschen und ihre Liebe zum Detail. Die reiche Kultur Japans wird am sichtbarsten in Kyoto. Die ganzen Tempels sind einmalig. Und wie da so über Tausende von Jahren irgendwie so schön gehalten wird. Und natürlich auch die Frauen da mit Kimonos und dass man so einfach einen Schritt in dieser Welt bekommt, das kann man in Kyoto wunderbar machen. Jeder Blick ist wie eine Postkarte. Kyoto, das sind mehr als 1000 buddhistische Tempel und Shinto-Schreine, Paläste, Theater und Gärten. Besonders schön erstrahlt die alte Kaiserstadt im März, wenn die Kirschbäume blühen. Hanami in Kyoto. Die Menschen treffen sich unter den Kirschbäumen. Manche bringen Bento, Bier und Sake mit und sie feiern den Frühlingsbeginn. Das Ausgehviertel Gion. Hier hoffen zahlreiche Besucher auf eine richtige Geisha zu treffen, doch die machen sich rar. Hinter ihnen liegt ein jahrelanges Studium der schönen Künste. Heutzutage entscheiden sich nur noch wenige Japanerinnen für den Geisha-Beruf. Tokio ist berühmt für seine reiche Küche. Von hier stammen auch Sushi in ihrer heutigen Form. In Tsukiji sind sie besonders raffiniert zubereitet. Guck mal, wir sind hier auf dem Fischmarkt, ganz in der Nähe der großen Halle. Wie gefällt es dir hier? Hier ist traumhaft. Lass uns mal hier gucken. Ja. Alle möglichen Sorten hier. Ja. Dann gehen wir hier rein. Ja. Ist alles gut. Okay, dann lass ich dich mal bestellen. Ja, wir nehmen einmal alles. Watashi wa to anata senpun ba mixo disku. Welche Sushis magst du am liebsten? Ja, ich mag eigentlich alle Sorten und am liebsten so gemischt. Thunfisch oder Aal, sagt man auf Deutsch, glaube ich. Aal mag ich auch sehr gerne. Wenn man so hinter die Theke sitzen darf, ist natürlich wunderschön. Das sind, in meinen Augen sind das Künstler. Kunst im Alltag, Liebe zum Detail. Eine Atmosphäre, in der Dago Sigurdsson gerne arbeitet.